Hallo Freunde und willkommen. Heute geht es um die CPU-Sicherheitslücken, Meltdown und Spectre. Ja, das Security Super GAU, das nun seit einigen Tagen schon in aller Munde ist. Betroffen soll da ziemlich jeder sein, der einen ja, halbwegs aktuellen CPU hat, unabhängig vom Betriebssystem, ja, ob Windows, Linux oder macOS, das spielt keine Rolle. Die Lücke ist im Chip selbst, ja, in den CPU. Beziehungsweise wollte ich euch eigentlich nur ganz kurz zeigen, wie wir ja, feststellen können, überprüfen können, ob wir anfällig sind, ja, ob wir davon betroffen sind. Auch das geht im Prinzip jetzt ja, ziemlich einfach. Und gibt es da auch mehrere Möglichkeiten. Einmal haben wir hier von Intel, ich habe das jetzt schon heruntergeladen hier und ausgepackt, ja, da gibt es ein Tool hier, SA00086, das ist direkt von Intel, den Download-Link lasse ich euch gerne nachher unterm Video. Und zwar haben wir hier einmal die Möglichkeit über die Konsole, wir nehmen jetzt hier mit dir die GUI hier. Ja, wir einfach ausführen. Ich mache das mal als Admin. Denke ich. Okay, ja. Zack. Und schon, genau. Das geht ruckzuck. Ja, wir sehen hier Risikoeinschätzung basierend auf bla bla. Dieses System hat Sicherheitslücken. Ja, also das bedeutet, ja, dass mein CPU hier, das ist i7-3770, betroffen ist, ja, einmal hier. Und dann gibt es noch von Microsoft ein mehr oder weniger offizielles Tool hier, dass wir über die PowerShell ein Skript im Prinzip, das wir ausführen. Ich packe das, den Link lasse ich euch nachher auch unter dem Video hier. Ist eine Archive hier, eine ZIP-Datei. Wenn wir das auspacken, haben wir hier ein Skript. Das ist so ein Modul, ja. Was wir machen müssen, ist einfach die PowerShell als Administrator hier ausführen. Und genau, wir müssen dann irgendwie hier navigieren in unserem... Ich gehe mal... Oh, war das jetzt hier meine User-Verzeichnis? Ich gucke mal ganz schnell. Wir müssen jetzt in den Ordner hier, in unserem Folder Users, genau. Navigieren, User, mein Username hier, Desktop und Speculation Control, zack. Na, ich mach mal das hier, genau. Und jetzt haben wir hier genau die beiden Verzeichnisse hier irgendwie. Speculation Control, ist der jetzt leer oder was hier? Ah, okay, da ist ja was noch mal hier, zack. So, jetzt genau, jetzt haben wir die beiden, ja, das Skript hier, das importieren wir jetzt einmal. Import als Modul, nehmen wir das hier PSD1 hier und Enter. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch, ich glaube, get control, wie war das? Ne, ich gucke mal, get speculation, genau, get minus speculation control settings. Und wenn wir jetzt Enter drücken, wird das Skript hier ausgeführt sozusagen, und wir sehen jetzt hier alles rot, ja, das bedeutet auch, dass wir davon betroffen sind. Wenn hier alles hier falsch rot, wir haben einmal hier dieses CVE 217 57 15. Das ist Spectre, ja. Das bedeutet, wenn hier alles falsch steht, sind wir gegen Spectre anfällig.
Und dann haben wir hier nochmal die 5754 hier, dieses CVE 2017, 5754. Das ist dann Meltdown, denke ich. Anfällig sind wir. Ja. Genau, ja, das war es auch schon alles. Ja, wir sind also, mein Rechner, mein CPU ist jetzt anfällig. Und verwundbar, die Lösung erstmal hier ist, Microsoft hat auch ja die Sicherheitspatches rausgehauen. Und zwar haben wir jetzt hier einmal für Windows 7 dieses ja, KB405-8697. Für Windows 8 da haben wir das hier, KB405-8698. Und für Windows 10 den KB405-6892, ja. Wir brauchen also die Updates hier, diese Sicherheitspatches hier, ja, die können wir entweder über unsere Windows-Update-Funktion hier oder direkt von, ja, von der Microsoft-Support-Seite danach suchen, je nachdem, was wir für Betriebssystem hier haben. Allerdings, genau, das ist auch ratsam, bevor wir diese Sicherheitspatch installieren, dass wir uns vielleicht so einen Wiederherstellungspunkt machen vorher. Es gibt schon ja Berichte irgendwie von User, dass die da irgendwie mit bestimmten Antivirenprogrammen Probleme gibt, beziehungsweise dass der CPU dann ja irgendwie nicht mehr ganz so schnell ist. Ja, das soll irgendwie ja Ressourcen verbrauchen hier, fressen sozusagen, so dass der CPU nicht mehr ganz so schnell ist, wie gesagt, beziehungsweise gibt es auch Berichte von User, die mit AMD-Prozessoren, ja, dass da irgendwie gar nichts mehr ging, ja, dass die Rechner komplett abgekackt sind. Ja, sie haben das lösen können, ja, indem sie ja einen früheren zu einem früheren Punkt wiederhergestellt haben, ihr Betriebssystem. Genau, deswegen ist es hier ratsam, vorher irgendwie ein Backup bzw. ja, einen Wiederherstellungspunkt zu erstellen, falls es da irgendwie Probleme gibt, dass man da irgendwie zur Not wieder zurückkehren kann. Genau, das war's eigentlich auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.